So, das Baustellenmagazin. Ja, heute mal wieder in Stuttgart. Und wir schauen jetzt mal in Richtung Norden. Und dann schauen wir jetzt erstmal hier auf K27. Schau mal, wie weit ist der Kelch hier. Also man kann sehen, dass einzelne Stäbe schon drauf liegen. Aber mehr leider noch nicht. Kommen wir ein bisschen weiter runter. Ja, da sieht man schon ein bisschen mehr. Also ich würde mal sagen, es geht langsam voran. Da zoome ich noch mal raus. Es wird schon noch ein bisschen dauern mit K27. Jetzt sind ja wieder ein paar Bauarbeiter frei geworden, die jetzt beschäftigt waren mit Kelchfuß 26. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück oder gehen wir eigentlich gleich drauf. So, der müsste eigentlich hier vorne sein. Und da haben wir dann auch schon Kelchfuß K26 ist ja gestern betoniert worden. Der Hubert hat es ja aufgenommen. Ja, und hier bei der Schwindgasse D6 ist mittlerweile der flüssig Asphalt drauf gekommen, wie man hier sieht. Auch das hat der Hubert gefilmt. Ja, dann gehen wir mal rüber zu K21. Der ist hier drüben. Hier ist SK24, hier sind wir richtig. Also man kann ein bisschen was erkennen von der Armierung. Mehr aber auch nicht. So, dann schauen wir rüber. Ja, doch, hier kann man mehr sehen. Also, da geht es schon richtig voran hier. So, dann schauen wir rüber zu K25. Dahinter aufgebaut. Also da sind auch schon einige und hier wird, wo die Arbeiter stehen, R14 aufgebaut. Also jetzt hier in dem Bereich hier. Und ich würde sagen, der steht ja schon fast, oder der steht komplett schon, der Restkelch. Wird man wahrscheinlich bloß noch ein bisschen ausrichten müssen. Ja, da würde ich sagen, schauen wir mal in Richtung Süden, wie es da aussieht. Ja.
Ja, hier wurde ja diese Woche der Rest von D9 betoniert. Das müsste am Mittwoch, ja genau, am Mittwoch war das, wo D9 betoniert wurde. Also ist D9 auch betoniert. Bis halt auf die, na, wo haben wir sie? Hier die Kranaussparung. Die wird wahrscheinlich so lange bleiben, bis wir auch die Putzen und die und das Glas drauf ist. Weil man braucht ja das noch, um die Kräne, um die Hutzen drauf zu bauen. Also die Resthutze, sage ich mal. So, und dann gehen wir mal noch ein Stück weiter vor, um zu schauen, was hier D4 macht. Ich war ja in der Meinung, dass D4 vielleicht heute betoniert wird, weil ja, also wenn ihr es jetzt anschaut, wird es vielleicht Samstag sein. Also denke ich mal, dass sie vielleicht gestern betoniert hätten, also Freitag. Aber das schaut mir nicht so aus. Ich sehe hier auch keine Betonpumpe. Also wird das wahrscheinlich noch ein wenig dauern. Hier sehe ich auch noch ein paar Arbeiter am Arbeiten. Ja, und das schauen wir uns nachher noch von der Nähe aus an. Ja, dann habe ich gerade gesehen beim Herlaufen. Und zwar, dort, ein Stückchen rauszoomen. Bin ich jetzt soweit? Ja. Hier steht ein Mobilkran. Und ich denke mal, hier nehmen sie jetzt die Lärmschutzwand weg. Ja, das schauen wir uns ein bisschen aus der Nähe an, aber nur ein kleines bisschen Nähe vom BA23 bzw. vom Gehweg aus auf BA22. Fühl mich nachher mal kurz rüber. Also jetzt darüber gehen tue ich nicht heute, weil ich will ja die Leute nicht behindern beim Arbeiten. Ja, und dann schauen wir mal, was sonst noch alles gibt. Zum Beispiel im BA21 oder Stadtbahn. Tunnelbau wird dann Gleitnachsteig, weil es scheint mir immer so, als wenn da, das hat der Hubert auch schon erwähnt, irgendwie Einzelmenschen am Berg sind. Weil komischerweise kaum ist es eingeschaltet und dann ist es aber auch schon, na, lasst euch überraschen. Ich zeig's euch nachher. Oder ich zeig's euch nachher. Ja, dann würde ich sagen, ich steige mal wieder ab hier von der Höhe. Übrigens bin ich hier auf dem ITS gewesen, für alle, die es nicht wissen. Also wer hier mal hinkommt, ein super Ausflugsziel. Vielleicht auch mal am Feiertag. Schaut mal vorbei, schaut euch die Ausstellung an. Und danach könnt ihr ja hier aufs ITS gehen. Mal die Baustelle von oben aus anschauen, von der Dachterrasse aus. So, dann würde ich sagen, ich gehe mal nach unten und sage bis gleich. Ciao. Oder bis gleich. Ja, jetzt stehe ich mittlerweile auf BA22, wo ja erst die Stadtbahn kommt und dann drunter weiter vorne die Zulauftunnel kommen. Ja, und hier haben sie heute mit Kübel betoniert. Warum sage ich haben? Ganz einfach, weil sie hier jetzt gerade den
Betonkübel wieder reinigen und hier drüben sind dann die Teile drin. Das kann man natürlich jetzt hier jetzt schlecht sehen. Weiter hinten tut wahrscheinlich gerade ein Mitarbeiter das Fertigteil kletten. Sorry für das bisschen Wackeln, aber das ist bei dem Zoom einfach nicht anders zu machen. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal weiter zu BA21. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich bei BA21 angekommen und muss sagen, es geht hier wirklich stetig voran. Also, wenn ich jetzt vor einer Woche denke, also hier war da wirklich noch ein bisschen weniger. Jetzt sieht man von der gebogene Armierung fast nichts mehr, das ist fast eben hier. Ja, und dann gibt es hier noch eine kleine Ausbuchtung. Zoome ich mal ein bisschen rein. Ich hoffe, dass man es besser sieht auf dem Video als ich jetzt hier auf dem Display. Ja, der Hubert hat sich auch schon gefragt, was da kommt. Kann ich leider nicht sagen, Leute. Hier hinten, da fehlt noch ein bisschen, aber wie gesagt, ich denke mal, dass es vielleicht auf viermal betonieren, die zwei letzten Abschnitte hier, also vier Teile teilen, müssen wir uns überraschen lassen. Und da würde ich sagen, ich gehe mal ein Stück weiter rüber. So, da drüben sieht man die Aussparung für die Rolltreppe. Die haben sie jetzt hier schon mal eingebaut. Die Aussparung für den Aufzug fehlt noch. Die steht immer noch hier drüben. Ja, und hier fehlt definitiv in diesem Abschnitt hier definitiv nicht mehr viel Armierungsstahl. Ich denke mal, die letzten Lagen werden jetzt hier angegangen und dann werden sie aber auch fast fertig sein. Ich schätze mal, aber nagel mich bitte jetzt hier nicht fest. Das wird bestimmt nächste oder übernächste Woche betoniert. Und dann mal schauen, wenn ich Zeit habe, bin ich auf jeden Fall hier und filme es. Ja. Und ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel mehr zu sehen. Also, dass es jetzt hier wirklich schon an die letzten Lagen rangeht hier, würde ich sagen, ich gehe mal zur BA23 und sage bis gleich. So, jetzt am BA23 angekommen und hier haben sie jetzt auch angefangen, die erste Hälfte von der Seitenwand zu armieren. Jetzt zoome ich gleich mal rein hier, damit man auch ein bisschen was sieht hier. Also hier kann man die Armierung sehen. Also ist jetzt diese Seitenwand auch begonnen worden. So, da zoome ich dann nochmal raus hier. So, die Seitenwand ist jetzt mittlerweile betoniert. Die war ja letztes Mal noch nicht betoniert. Da stand auch noch das Armierungsgerüst. Jetzt ist sie mittlerweile betoniert. Und hier drüben, die linke Zwischenwand, ist mittlerweile auch komplett eingeschaltet.
direkte Seitenwand oder Zwischenwand hier, die wird wahrscheinlich gerade angeschaltet, weil hier haben sie eine Schalung gerade am Kran hängen. Da denke ich mal, dass die jetzt hier eingeschaltet wird und dann beides zusammen betoniert wird. Ja, hier drüben habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, dass da schon betoniert wurde. Ja, und hier drüben haben sie auch jetzt begonnen zu armieren. Ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht, wie es nächstes Mal aussieht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Oh, jetzt werfen wir mal einen Blick noch hier drauf. Und zwar wird hier jetzt die Lärmschutzwand abgebaut. Also anders gesagt, der Lärmschutzwand geht hier jetzt an den Kragen. Also diese grünen Wände, sage ich mal, wo man jetzt noch hier im und unten sieht hier, was hier noch so ein bisschen grünlich rausschimmert. Ich zoome mal rein hier richtig. Also da ist man jetzt gerade dabei, beziehungsweise die hat man sogar schon rausgenommen, die liegen da schon. Also die hat man jetzt schon hier rausgenommen. Sind anscheinend komplett rausgenommen, also ich kann es jetzt von hier aus schlecht einblicken, aber ich schätze mal, sie gehen jetzt hier an die Stahlträger ran. Ja, und dann ist die Lärmschutzwand auch weg. Ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also, ich denke mal, dass sie deswegen auch die Straße hier hinterm Entrauchungsbauwerk oder hinterm Schwallbauwerk umgelegt haben, dass sie dann jetzt hier in Ruhe die Lärmschutzwand abbauen können. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und jetzt mal noch hier ein Blick auf die Fernwärmeleitung. Also es scheint so, als wenn man nur ein kleines Stück unterirdisch legt und den Rest einfach hier oberirdisch weiterlaufen lässt, weil die Fernwärmeleitung muss ja jetzt weichen wegen dem Bau des U-Bahn-Tunnels. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich bloß vorübergehend, bis der Rest U-Bahn-Tunnel gebaut ist. Und dann wird wahrscheinlich die komplette Fernwärmeleitung wieder runter verlegt. So, und jetzt habe ich gerade noch was gesehen aus dem Augenwinkel. Und das schauen wir uns doch auch an. Also hier steht ein Wettermischer. Und hier drüben ist der Betonkübel. Aber der geht anscheinend nach unten. Aber Leute, das, was ich jetzt euch eigentlich zeigen wollte, kann ich euch gar nicht mehr zeigen. Da muss ich mal den Hubert anfragen, ob er mir das Rohmaterial schicken kann. Nämlich hier von dem Stück U-Bahn-Tunnel, wo sie jetzt die Decke betoniert haben. Also ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, Leute. Die geben hier sowas von Gas. Das ist unglaublich. Letztens habe ich da noch gefilmt, dass eingeschaltet wurde und der Hubert war auch hier und hat das Ganze aufgenommen mit der Schalung und am nächsten Tag war auf einmal alles
über Nacht sozusagen wie von Heinzelmännchen gemacht. Hier alles armiert. Ja, und wie ihr jetzt seht, Leute, ist es betoniert. Und wir können sogar gerade noch zuschauen hier, wenn der gute Mann seinen Flügelkletter anwirft. Also das ist jetzt hier der Bereich, den ich letztens noch in Einschalungsphase gefilmt habe. Und jetzt ist mittlerweile betoniert. Ja, und der Betonkübel, der geht genau hier neben runter. Wahrscheinlich muss man da auch noch was betonieren. Oder sind das nur die Reste, was noch hier in dem Betonmischer drin war oder drin ist. Also, hier die Betonage ist definitiv abgeschlossen. Bin leider ein bisschen zu spät gekommen, aber macht nichts. Machen wir einen grünen Haken dran. Ja. Und ich würde sagen, ich mache mal noch ein kleines Foto für den Hubert. Und ihr könnt ja derweil mal dem Flügelkletter hier zuschauen. Das Bild habe ich jetzt gemacht für den Hubert und das geht jetzt auch oder ist sogar schon raus. Dann weiß er auch gleich, wo ich bin, beziehungsweise wo ich war. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die andere Seite an und mal schauen wir mal, was sich da so getan hat. Und dann gehen wir mal rüber. Ja, Leute, ich kann nichts machen. Das sind hier eben die Jogger, die hier über die Brücke laufen. Ja, und hier ist momentan die Verfüllung abgeschlossen und wartet eigentlich nur noch hier auf den Asphalt. Ja, und was ich gerade gesehen habe, hier steht ein Bohrgerät von der Firma Ziplin, aber das ist ja nicht das Einzige,
Seit zwei Tagen steht hier drüben auch noch eins. Ich glaube, die bohren jetzt die Löcher auf beiden Seiten gleichzeitig, denke ich mal. Und die Markierung dafür ist ja schon hier angebracht worden. Ja, wie gesagt, hier wartet bloß noch der Asphalt. Und ich werde jetzt hier durchgeschüttelt, deswegen würde ich sagen, ich gehe mal weiter. Also, bis gleich. So, heute steht hier kein grünes Monster, sag ich mal, im Weg. Das heißt, heute freie Sicht auf D4. Und da zoome ich jetzt mal rein. Also anscheinend sind sie noch nicht ganz fertig. Also es fehlt hier doch noch ein kleines bisschen, wie man sieht. Aber ich denke mal, das wird demnächst hier auch die weiße Pampe fließen hier. Also es schaut so weit fertig aus. Ja, da würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze von unten an. Sobald ich hier voll drüber geflogen bin. Und da zoome ich doch mal rein. Also es scheint so, als wenn es fertig ist. Na, lassen wir uns überraschen. Bevor ich jetzt Ärger kriege über das Wackeln. Ich kann definitiv nichts machen. Ich stehe jetzt fast hier am Ende des Ferdinand-Leitner-Stegs, aber ihr merkt, es ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Diese Schwingungen. Und ich möchte ja nichts gegen die Joker sagen, aber sie haben auch leider kein Verständnis für Leute, die hier filmen. Ja. Und dass diese Erschütterungen nicht gerade dazu beitragen für ein gutes Bild. Also gute Bildqualität. Ne? Und dass dann wieder mehr oder weniger negative Kommentare kommen. Ne? Deswegen mein Aufruf an alle Joker. Es ist nicht böse gemeint, aber wenn ihr seht, dass einer von uns hier filmt, haltet euch doch mal ein paar Meter zurück und lauft normal über die Brücke drüber und joggt nicht drüber, weil diese Erschütterungen sind echt ein bisschen blöd, sage ich mal, und erleichtern uns aber auch ungemein die Arbeit, um ein gutes Video zu machen. So, und dann würde ich sagen, ich gehe mal weiter und sage bis gleich. So, jetzt mal noch ein Blick von hier vorne aus auf D4. Also die Schalung ist dran und wahrscheinlich wird morgen oder vielleicht auch nächste Woche, oder wenn ihr es anschaut, ist vielleicht schon betoniert oder wird dann nächste Woche betoniert. Lassen wir uns überraschen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Jetzt von hier aus auch noch mal ein Blick hier auf D4 und da zoome ich doch einfach mal rein, um zu sehen, was hier Stand der Dinge ist. Also wie man sieht, ist hier die letzte Lage fast drin, würde ich sagen. Also fehlen noch ein paar Armierungseisen, dann wäre D4 Geschichte und dann wird bloß noch die weiße Pampe, aber viel ist nicht mehr, Leute. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ist vielleicht schon betoniert oder auch nicht, und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt mal von hier aus noch ein Blick
auf die Montagehalle. Und da zoome ich mal rein. Also da sieht man schon wieder die nächsten Teile, wo armiert sind. Und hier drüben sind wahrscheinlich noch die drin, wo heute betoniert worden sind. Kann man leider nicht sehen, schade. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich an der Wolframstraße und habe mich kurz entschlossen, jetzt bis nach Cannstatt zu laufen, also zur Neckarbrücke. Ja, und jetzt bin ich hier an der Wolframstraße und ich habe vorher eine Betonbombe gesehen. Da dachte ich, hier wurde was betoniert, aber das zeige ich euch gleich. Ich denke mal, die Betonpumpe war hier im Einsatz. Also ich denke mal, dass die Betonpumpe hier im Einsatz war, weil da sieht man ja auch eine Schalung. Ich habe sie bloß wegfahren sehen. Da dachte ich mir, obla, hier muss irgendwo betoniert worden sein. Ich dachte ja, hier selber in der Wolframstraße. Und dann dachte ich an die zweite Hälfte von der Seitenwand, die ja schon Ewigkeiten armiert ist. Ich schwenk mal rüber. Und zwar hier, aber die ist noch nicht einmal eingeschaltet. Ich weiß nicht, auf was sie warten, weil die Abstandhalter sind ja dran. Man könnte es ja eigentlich betonieren. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, auf was sie warten. Und was ich gerade noch gesehen habe beim Herlaufen, aber da muss ich jetzt die Kamera ein bisschen höher stellen. Ein bisschen höher. Dabei könnt ihr jetzt mal die S-Bahn begutachten in Richtung Nordbahnhof. So. Ja, und hier unten bringen sie gerade eine Schalung an. Ich denke mal für die Seitenwand, die hier armiert wird. Aber das ist jetzt hier auf der Baugrubenseite. Weil da sieht man ja auch Abstandhalter. Jetzt knurrt mich geschwind die Stadtbahn an. Also werden sie jetzt wahrscheinlich erst hier zwischendrin raus betonieren. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Kommentare, man sagt das nicht so. Mir ist jetzt halt kein anderes Wort eingefallen, Leute. Ja, und dann sind sie hier noch dabei, beziehungsweise hier drüben ist auch noch keine Schalung dran. Ein Eckteil ist dran, aber ich denke mal, das kommt auch wieder weg. Gehen wir mal aus der Grübe. Und hier drüben
Das soll ja schon betoniert sein. Und jetzt zoome ich nochmal raus, weil hier unten gibt es ja auch was zu sehen. Das habe ich beim Hubert sein Video gesehen. Und zwar gibt es hier auch so ein Viereck, das auch schon betoniert ist. Und hier auf der anderen Seite gibt es auch noch so ein Viereck, aber das kann man jetzt nicht sehen. Aber das ist, glaube ich, noch gar nicht betoniert. Ja, Leute. Das war jetzt der Abschnitt Wolframstraße und ich würde sagen, ich gehe mal weiter in Richtung Abstellbahnhof Ehmannstraße. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns von dort aus wieder. Lassen wir schön die S-Bahn noch hier durchfahren und den ICE ein oder ICE einfahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder aus der Ehmannstraße, weil es ja allgemein alles Ehmannstraße. Ob das jetzt Bauabschnitt Rosensteinpark ist oder Abstellbahnhof, das ist völlig egal. Dann würde ich sagen, bis gleich. Jetzt muss ich doch mal geschwind hier drauf halten. Also Sie betonieren heute diesen Abschnitt raus oder aus. Und da sieht man auch hier schon den Kübel, also sie betonieren das hier mit Kübel. Und da läuft dann auch der Beton hier unten rein. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt erstmal noch eine kleine Cappuccino-Pause. Ja, also es gibt jetzt keinen Radler, weil ich ja noch am Filmen bin. Ja, und wenn du in der Meinung bist, dass ich mir ein Cappuccino verdient habe, dann darfst du mir auch gerne was in mein Cappuccino-Kissen überweisen. Weil alle anderen, die sagen, okay, ich möchte gerne helfen, dass du zu den Orten fahren kannst zum Filmen, dann dürft du es auch gerne tun. Die Daten stehen alle unterhalb oder unter dem Video in der Videobeschreibung. Und wenn ihr da schaut, dann seht ihr die Daten um ein PayPal-Konto. Das ist dann für meinen YouTube-Kanal. Und darunter ist das Cappuccino-Kästchen. Ja, und da dürft ihr mir dann gerne was hinüberweisen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Ehmannstraße wieder. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich, glaube ich, hier gerade die ganze Zeit an den blauen Rohre vorbei. Da habe ich gedacht, ich muss hier auch mal noch einen Blick drauf werfen. Also hier ist erstmal der Punkt, wo das Wasser wieder ins Grundwasser gerät oder gebracht wird. Ja, wenn man jetzt hier die blauen Rohre so sieht, muss ich euch noch eine kleine Anekdote dazu sagen. Und zwar haben ja mal die S21-Gegner behauptet, das Wasser würde in den Rohren hier rosten oder Rostpartikel in dem Wasser sein. Also ich weiß ja nicht, was die S21-Gegner in der Schule gelernt haben. Und das soll jetzt auch nicht beleidigend wirken oder so. Aber ich meine, das lernt man ja heute in der 5. Klasse, sage ich mal, dass ein fließendes Gewässer in einer Metallleitung nicht rosten kann. Auch wenn jetzt hier mal ein bisschen Rost an der Außenfläche dran ist, ja, kann man also praktisch so gesehen kein Wasser, wo fließt, in der Leitung
rostig sein. Und aus dem Grunde habe ich jetzt mal hier nochmal diese kleine Einstellung gedreht, um einfach mal nochmal darauf hinzuweisen, dass das Wasser zwar nach dem Abpumpen ein bisschen dreckig ist, sag ich mal, deswegen wird es ja auch im Grundwassermanagement aufbereitet. Das zeige ich euch jetzt gleich. Hier gibt es auch noch eins am Abstellbahnhof. Wird es dann aufbereitet, aber dazu gleich mehr am Abstellbahnhof. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich dort wieder. Also, bis gleich. So, bevor ich euch das Grundwassermanagement zeige, erstmal noch einen Blick hier hin. Also hier war vor kurzem noch der Riesenerdhaufen. Der ist jetzt mittlerweile weg hier. Und dafür haben sie da drüben einen Riesenerdhaufen aufgehäuft. Also praktisch an die Verbauwand, Baugrubenverbauung hin. Ja, und ich habe mir das Video übrigens von der Bahn angeschaut. Danke für die Info erstmal. Ja, da muss aber hier trotzdem noch ein bisschen Erde rein. Also das, was jetzt hier noch drin ist, reicht noch nicht ganz. Weil wenn man mal hier rüber filmt, hier an dem Bagger hier vorbei, da sieht man sehr deutlich, dass da noch eine Vertiefung gibt. Und sie müssen ja auf die Höhe kommen vom Bagger hier. Also da geht noch ein bisschen Erde rein und dann kommt der Bolzplatz, der jetzt noch hier hinter ist, den man provisorisch verlegt hat nach hier drüben, kommt dann praktisch wieder hier auf diese Fläche drauf und hier vorne werden dann Bäume angepflanzt, um eben das Ganze ein bisschen abzuschotten von der Straße. Ja, aber das dauert alles noch ein bisschen. Also viel Neues gab es da nicht zu sehen. Also was ich euch auch schon erklärt habe in meinen Videos, von dem her gesehen. Aber trotzdem danke für die Info. Ja, und hier seht ihr auch mal die Firma, die das Ganze hier macht. Und da würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Ich nehme euch einfach mal so mit hier. Brauche ich nicht extra Pause drücken. Das Video abbrechen und neu starten. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier rüber. Bloß gucken, dass kein Auto kommt. Und dann zeige ich euch einfach mal hier drüben geschwind das Grundwassermanagement. So. Also das hier ist das Grundwassermanagement. Also in diese Behälter hier kommt das Wasser rein. Ich zoome noch mal rein hier, dass man es besser sieht. Also hier läuft das ganze Grundwasser rein. Und hier in dem schmucken kleinen Gebäude hier, da wird das Grundwasser aufbereitet, also gereinigt und so weiter und so fort, dass es fast Trinkwasser ist. Natürlich kann man nicht alles rausfiltern, aber mal so weit, dass es zumindest klar ist, wieder ist. Und dann läuft das ganze Grundwasser, was hier durch dieses Häuschen gelaufen ist, in diese zwei blaue
Ich bin natürlich auf dem Ausknopf gekommen. Also das Grundwasser läuft dann, nachdem es hier durch das Häuschen gelaufen ist, hier in diese zwei blauen Tanks rein. Und von dort aus geht es dann durch das zweite blaue Rohr dann praktisch wieder zurück in den Kreislauf. Und hier sieht man jetzt noch das Rohr für die Baugrube, wo ich gerade gezeigt habe. Also hier wurde dann praktisch das Grundwasser von der Baugrube entnommen und dann hier praktisch reingeführt, dann hier durch bis in die blauen Tanks hier, und von dort aus ging es dann hier über diese Rohre, wo man hier sieht, wieder zurück in den Kreislauf, wo ich euch vorher gezeigt habe. Natürlich geht es auch hier drüben weiter, also die Rohre gehen ja überall ringsrum. Also somit ist das Thema jetzt, sage ich mal, erledigt, dass hier angeblich rostiges Wasser wäre. Also 15. Klasse kann man es lernen. Und wer es nicht weiß, kann es sich ja gern mal von den Schülern erklären lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bevor der LKW weg ist, noch geschwind die Kamera einschalten. Also der bringt jetzt hier gerade Erde hier hin zum Auffüllen am S-Bahn-Tunnel. Ich nehme es einfach mal so mit. Ich habe gedacht, bis ich jetzt hier oben auf dem Brückchen bin, ist er nicht mehr da. Und ich dachte, ich muss schnell sein. Und geschwind schnell die Kamera einschalten. Ja, und wie man jetzt hier sehen kann, sieht man von den zwei Tunneln nichts mehr, wo sie jetzt hier hingebaut haben. Also die Verfüllung geht mit großen Schritten voran hier. Also sie haben hier hinten noch einen Bobcat, dann einen Kettenbagger und einen Bagger und ja, so eine Art Walze. Das Wort fällt mir gerade nicht ein, also wenn einer von euch weiß, nennt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ja, und hier unten auf dem Technikgebäude bereitet man alles vor für die Schutzschicht, wo hier drauf kommt. Dann wird das auch soweit fertig zum Verfüllen. Ja, und hier unten steht auch noch ein Minibagger rum. Also, da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, hier in dem Bereich haben sie ja die Weiche eingebaut. Und jetzt habe ich ja einen Kommentar bekommen, dass die Weiche ja bloß vorübergehend ist. Also da muss ich mal dazu sagen, beziehungsweise er hat geschrieben, dass die bloß vorübergehend ist und dass die wieder rauskommt, und kurz bevor die oder kurz vor Eröffnung des Bahnhofs kommen die wieder raus, weil denn die Strecke gesperrt wird. Dazu muss ich mal sagen, man kann die Strecke gar nicht sperren,
weil eben Stuttgart kein Durchgangsbahnhof ist und die ganzen Nebenstrecken, wie zum Beispiel wo die Schusterbahn fährt, da können keine ICs oder ICEs fahren. Ja, können vielleicht Regionalzüge fahren. Und jetzt Bahnhof Bad Cannstatt wäre für ICEs zu klein, die Bahnsteige. Also gibt es da auch keine Möglichkeit, den ICE hier zu wenden und wieder zurückfahren zu lassen. Ja, und Ludwigsburg genau das gleiche, beziehungsweise Kornwestheim wäre einfach zu klein, die Bahnsteige für ICEs. Also gibt es dort keine Möglichkeit. Vor allen Dingen müssten dann die Leute mit dem öffentlichen Nahverkehr hier von Bad Cannstatt aus nach Stuttgart fahren und von dort aus dann weiter in Richtung Ludwigsburg zum Beispiel mit der S-Bahn. Also das ist alles nicht machbar so. Und aus dem Grunde wird man die Strecke nicht sperren, so wie jetzt Ulm zum Beispiel. In Ulm, da kann man die Fernzüge auf der Schiene Schondorf, Schwäbisch Hall oder Schwäbisch Gmünd, ja, da hinten rumlaufen lassen und dann Aalen, ja. Weil Ulm ist ja schließlich ein Durchgangsbahnhof und da können die Züge dann praktisch, die Regionalzüge dann von Aalen her in den Bahnhof reinfahren. Aber das ist hier in Stuttgart leider nicht möglich. Deswegen baut man hier Weichen ein, um eben dem Zugverkehr jetzt noch die Möglichkeit zu geben, zum Stuttgarter Hauptbahnhof zu fahren und dann eben nebenbei hier noch die Weichen bzw. die Gleise zu bauen hier auf der Neckarbrücke und eine Weiche dann nachher auszubauen, wenn der Bahnhof eröffnet ist, ist einfacher wie jetzt für ein paar Stunden den Bahnhof zu sperren, um hier die Gleise komplett zu legen bis an die Neckarbrücke ran. Das würde Stunden dauern und das würde man wahrscheinlich in dieser Zeit auch nicht schaffen. Ja. In Ulm hat man das übrigens auch schon gemacht, wenn ich mich alles richtig erinnere, 2019, 2020 glaube ich. Ja, da hat man die Strecke auch kurzfristig gesperrt, hat dann eine Weiche eingebaut von Gleis 1 und 2 an, ja, für den Zugverkehr dann, wo dann praktisch in den Tunnel runterfährt. Also dort hat man das genauso gemacht, bevor jetzt im Dezember überhaupt die Neubaustrecke eröffnet wird. Und deswegen wird man das jetzt hier genauso machen. Bloß hier ist es nur ein Standpunkt, nämlich um den Zugverkehr aufrechtzuerhalten, um dass die Leute dann praktisch, zum Beispiel wenn sie jetzt von Tübingen kommen und wollen weiter in Richtung Mosbach fahren, dass die dann eben im Zug sitzen bleiben können und dann eben zum über den Hauptbahnhof nach Mosbach fahren können. Nur als kleines Beispiel. Sonst müssten sie hier Bad Cannstatt aussteigen, U-Bahn einsteigen, zum Hauptbahnhof fahren und dann Hauptbahnhof in den Regionalzug einsteigen. Ja. Das ist alles so das Ganze. Ja. Und alles andere ist Blödsinn, weil ICEs halten eben nur Mannheim, Stuttgart, jetzt so mal gesehen, ja, Mannheim, Stuttgart, Ulm, ja. Und alle anderen Bahnhöfe sind einfach zu klein für die ICE.
deswegen kann man diese Strecke, ja, München, Stuttgart, Köln, sage ich mal, oder Frankfurt, einfach nicht so zwischendrin sperren von dem Zugverkehr, weil es eben keine Ausweichfläche gibt, wo die Züge fahren können. Ja, außer jetzt auf der Strecke, wo sie jetzt fahren. Nur das mal nebenbei bemerkt. Was jetzt hier übrigens der Mobilkran macht, ich zoome mal wieder raus. Weiß ich nicht. Ich habe ja gedacht, der macht vielleicht, der baut vielleicht hier den grünen Kran ab, aber das ist anscheinend nicht so. Und dann würde ich sagen, ich gehe mal weiter, und zwar hier drüben hin. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, Leute, wie in meinem letzten Video angesprochen, wird es hier immer leerer. Ja, denn jetzt stand hier auch noch ein Container. Der ist jetzt mittlerweile weg, beziehungsweise hier unten, glaube ich, muss ich noch mal schauen. Aber jetzt sind auf jeden Fall bloß noch hier die zwei blauen da. Also es wird definitiv weniger hier. Das heißt, Baustelleneinrichtungsfläche hat der Rückbau deutlich begonnen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach vorne. Und dann kommt auch schon wieder mein Abschluss. Was ich mal auf dem Weg nach vorne schon sagen kann, dass man bei der S-Bahn das so macht, dass sie dann eben nicht Bahnhof Bad Cannstatt anfährt, sondern dass man die durchfahren lässt, dann zum Hauptbahnhof. Ja, das hat man hier schon gemacht in der letzten Zeit. Was man natürlich jetzt auch wieder macht oder gemacht hat, je nachdem, weil ich habe gerade ein bisschen oder hatte ein bisschen Probleme mit dem Internet. Je nachdem, wann das Video kommt. Ja, der hat anscheinend Feierabend. Also der Rückbau hat definitiv begonnen hier. Ja, hier sieht man das provisorische Anlieferungsgleis hier. Ja, und wie gesagt, man lässt die S-Bahn ab und zu mal jetzt hier in der Bauphase den Bahnhof nicht anfahren. Einfach nur durchfahren bis Hauptbahnhof. Ja, aber anders kann man das nicht machen. Man kann die Strecke bis zum Hauptbahnhof nicht sperren, das funktioniert nicht. Man muss ja den Leuten auch die Möglichkeit geben, zum Hauptbahnhof zu kommen, beziehungsweise die Züge, wo eben dann über den Hauptbahnhof weiterfahren wollen, dann eben auch am Hauptbahnhof zu wenden und dann in die andere Richtung fahren zu können. Ja, deswegen funktioniert das so nicht mit Komplettsperrung der Strecke. Und jetzt habe ich gerade noch gesehen, hier unten sind sie auch noch mal was am Ausbessern hier am Steg. Ja, und somit bin ich aber auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen und auch so gesehen am Ende meiner Kräfte. Es war heute ein bisschen kraftzehrend, sage ich mal. Das Stellen oder viel die Sonne gescheint jetzt hier momentan. Nicht so arger Sonnenschein, bisschen paar Kumuluswolken, sage ich mal, am Himmel, wo die Sonne bloß so ein bisschen durchscheint. Ja, und somit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch viel Neues zeigen, viele spannende Eindrücke zeigen. Ja, und somit bleibt mir bloß noch eins zu sagen: Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Und wer zum ersten Mal auf meinen Kanal gestoßen ist, schaut mal hier unter dem Video. Da gibt es so einen Abonnier-Button. Und wenn man den anklickt, kann man kostenlos meine Videos anklicken.
jetzt habe ich natürlich noch was. Und zwar, ich habe eine neue Schrittzähler-App. Allerdings habe ich die natürlich heute vergessen zu aktivieren. Schaut mal. Ja. Die sieht so aus. Und da kann man dann, während man seine Tour läuft, ja, noch ein bisschen was für die Umwelt tun. Hier sieht man es, ja, man sieht es. Also kann man Bäume pflanzen, beziehungsweise mit seinen Kilometern wurden dann Bäume angepflanzt. Und dann sieht das Ganze hier so aus hier. Und wenn man dann das anklickt, das ran hier, da sieht man hier verschiedene Bereiche, wo man anklicken kann. Zum Beispiel E-Bike fahren, Yoga, Dance, Tanzen und so weiter und so fort. Und da kann man dann, ja, Golf ist auch dabei. Inliner und so weiter und so fort. Also für alles was dabei. Ja, und dafür kann man dann auch sorgen, für die, wenn man das dann updatet, dass man dann auch in dem Fall auch was für die Umwelt tun kann. Nämlich werden dann dadurch nämlich dann Bäume gepflanzt. Mit dem, was ihr so erlaufen habt. Ihr könnt auch euer eigenes Team bilden, wo dann, was weiß ich, eure Familie zusammen als Team dann euch fortbewegen könnt, laufen könnt, was weiß ich was, ja, um dann Kilometer zu machen, um dann dort eben zu helfen, dass wieder Bäume angepflanzt werden. Ich verlinke oder schreibe euch auf, wie die App heißt, in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal im Play Store vorbeigehen oder im Apple Store und könnt euch mal die App runterladen, wenn ihr wollt. Also ich war begeistert, habe sie jetzt auch schon mal in Aktion gehabt. Natürlich Bäume habe ich jetzt noch keine reingelaufen. Heute, wie gesagt, habe ich es vergessen, unter Garantie. Einige Bäume bestimmt reingelaufen. Nächstes Mal muss ich dran denken, dass ich es einschalte. Ja, und wer jetzt mir und meinen Kanal helfen will, schaut mal hier unter dem Video, in der Videobeschreibung. Da gibt es so ein PayPal-Konto. Da könnt ihr mir dann über meinen Kanal Spenden hinüberweisen. Oder wenn ihr sagt, weil ich ja vorher meine Cappuccino-Pause aufgenommen habe, wenn ihr in der Meinung seid, ich habe mir mal einen Cappuccino verdient oder einen Radler oder sonst irgendwas, dann einfach eins weiter unten Cappuccino-Kessel gehen und dann könnt ihr mir dort was hinüberweisen. Ich bin da immer sehr dankbar drüber. Beim Hubert funktioniert es wunderbar. Mal gucken, ob es bei mir auch noch mal ein bisschen einschlägt, würde mich auf jeden Fall freuen, weil so eine Tour macht ziemlich durstig. Ich zeige euch mal meine Flasche. Und ich habe gedacht, ich komme aus mit der Flasche. Die war übrigens voll bis oben hin. Ja. Und jetzt ist sie fast leer. Ich habe heute schon wieder eine neue kaufen müssen. Weil man eben auf so eine Tour viel Wasser braucht. Ja, und wer jetzt meinen Kanal abonniert hat, der kann mal hier rechts neben dem Abonnier-Button schauen, also praktisch hier drüben. Da gibt es so ein kleines Glückchen.
Wenn man das anklickt und auf alle geht, dann hat man mein, bekommt man jedes Mal Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und das ist in der Zeit wieder sehr häufig. Ja. Und ansonsten bleibt mir bloß noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Treue. Und wie immer, Leute, bleibt mir gewogen. Und was ganz wichtig ist, bitte bleibt oder werdet gesund. Und somit sage ich für heute Ciao. Hier aus Bad Cannstatt, aber auch aus Stuttgart, wo ich vorher war, vom Hauptbahnhof bis hierher heute. Ja, und somit sage ich für heute Tschüss. Macht's gut und bis zum nächsten Video hier auf Hemmesalp TV, das Baustellenmagazin. Und wenn euch das Video so gut gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video auch teilt und den Kanal teilt, dass viele Leute das Video sehen. Ja, und somit sage ich Ciao für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.